Ja, guten Tag. Mein Name ist Roger Dietrich. Ich bin Chemiker und beschäftige mich mit Materialien. Ich beschäftige mich mit Materialkreisläufen für Dinge des alltäglichen Lebens. Das heißt, was passiert mit einem Produkt, bevor es produziert wird, und was passiert mit einem Produkt, nachdem es produziert wurde. Und ich werde in meiner Arbeit eigentlich täglich damit konfrontiert, dass wir in unserer Gesellschaft uns ein hohes Maß an Verschwendung angewöhnt haben. Nehmen Sie als Beispiel mal diesen Joghurtbecher, diesen einfachen Joghurtbecher. Der besteht aus Polyethylen. Polyethylen wird aus Erdöl hergestellt. Und Polyethylen ist sehr widerstandsfähig. Ist erstmal ein sehr nützliches Objekt scheinbar. Wir nehmen es aus dem Laden mit, ist alles hygienisch verpackt. Darauf ist dann ein Aluminiumdeckel. Dann benutzen wir das, und wenn das Ding dann leer ist, dann schmeißen wir es weg. Dann ist es weg. Denken wir. Ist es aber nicht. Das liegt immer noch da. Und es liegt auch noch in 400 Jahren da. Denn Polyethylen ist ein Material, was ganz schlecht verrottet. Und zudem kommt, dass bei der Produktion, zum Beispiel beim Bedrucken, in ganz hohem Maße diese Joghurtbecher auch noch weggeworfen werden, weil zum Teil ein einfacher Druckpixel von der Bedruckung nicht richtig gesessen hat. Das heißt, an diesem Joghurtbecher können wir schon ausmachen, welche Probleme Alltagsgegenstände aufwerfen. Und auf das Thema Aluminium kommen wir später. Aluminiumdeckel und Aluminium kommen wir später bei einem anderen Objekt auch nochmal.